Wenn man sich in Gitarrenkreisen mal ein bisschen umhört und rumfragt, was denn wohl der genialste Verstärker aller Zeiten sein könnte, bekommt man nicht selten zur Antwort, klar, der Fender Deluxe. Ja, aber welcher denn? Weil der gute Leo hat ja zu Lebzeiten drei verschiedene Deluxe auf den Weg gebracht. Den Tweed Deluxe, den Brown Face Deluxe und den Black Face Deluxe. Alle mit sehr unterschiedlichen Attributen versehen. Der Tweed gilt als wenig clean, mit fuzziger Verzerrung und fetten, etwas schwammigen Bässen. Dem Brown Face sagt man nach, dass er klingt wie ein kleiner Marshall, tight, mit festen Mitten und einem schönen Overdrive-Sound. Und der Blackface gilt als der Prototyp des Fender Clean Tones mit sparkligen Höhen, gescoopten Mitten und einer etwas spröden Verzerrung, wenn man ihn etwas weiter aufdreht. Das ist das, was man sich so erzählt. Und die große Frage ist natürlich, welcher Deluxe ist denn da jetzt gemeint, wenn man vom genialsten Deluxe aller Zeiten spricht? Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, den diese Frage umtreibt, denn vor einiger Zeit telegrafierte mir der Till Hoheneder, der für das bekannte Herrenmagazin Gitarre und Bass eine Kolumne schreibt, Till und Tone heißt die, und er wollte sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen und fragte mich, ob ich Lust hätte, ihm dabei zu helfen. Und natürlich hatte ich Lust und zufällig hatte ich auch ein paar schöne Verstärker in der Asservatenkammer rumliegen. Und deswegen haben wir uns getroffen, der Till und ich und mein Bluesbruder Ol Spencer im Proberaum. Und wir haben uns die ganzen Amps schön alles Vintage 57, 61, 64 haben wir uns auf die Ohren gegeben, haben sie miteinander verglichen. Wir haben gehört, wir haben analysiert, wir haben philosophiert, völlig emotional, subjektiv, voreingenommen und unwissenschaftlich. Und was in diesem Raum passiert ist, in den paar Stunden, die wir da waren, will ich euch jetzt in einem kleinen Zusammenschnitt zeigen. Ihr erlebt also jetzt quasi, wie wir die Amps gespielt haben, gehört haben, erlebt haben und wie wir dieses Erlebte beschrieben haben im Raum. Ja? Und mich interessiert natürlich, welches Team seid ihr? Seid ihr Team Tweed? Seid ihr Team Brownface? Team Blackface? Was glaubt ihr, wird der beste Verstärker, der bestklingendste Verstärker sein? Schreibt es jetzt schon mal in die Kommentare unten rein. Und ich würde euch sehr empfehlen, nehmt euch einen guten Kopfhörer oder eine Studioabhöre, wenn ihr sowas habt, um das anzuhören. Weil trotzdem das mit Handy und Kamera aufgenommen wurde, ohne große Mikrofonierung, kann man doch ganz gut die Unterschiede und auch die Nicht-Unterschiede raushören bei den Amps. Deswegen seid gespannt, was ihr jetzt hören werdet. Und es wird einen zweiten Teil geben von diesem Shootout. Da werde ich mich dann nochmal im Detail hier in meinem kleinen Studio mit den Amps auseinandersetzen. Da kann man noch ein bisschen genauer hören. Deswegen jetzt schon mal der Hinweis, ja, auf das Kanalabonnement, damit ihr nichts verpasst. Hier Glöckchen und so weiter und so fort. Das Video kommt dann demnächst. Aber jetzt gibt es erstmal die Herren im Proberaum mit den ganzen Deluxen. Und zwar genau jetzt. Freunde, heute ist Verstärkertag beim Gitarrenonkel. Und wir werden hoffentlich die Frage ein für alle Mal klären, welcher Fender Deluxe der geilste ist. Tweed, Brownface oder Blackface, wir haben sie alle da. Ich treffe mich jetzt mit meinem Freund Ol und dem Till Hoheneder und wir werden outshooten, was das Zeug hält. Also, seid gespannt. So, da sind wir hier. Herzlich willkommen. Neue Ausgabe von Drei ältere Herren machen Lärm. Und der gute Till ist schon dabei, die Gerätschaften zu inspizieren hier. Guck mal hier. Was haben wir denn hier heute Feines? Heute haben wir hier, guck mal hier, Tweed Deluxe. Die Ahnentafel. 57er Tweed Deluxe, 61er Brownface Deluxe. 64er Black Panel, sagen die Amis ja. Ne? Black Panel. Das ist so eine schöne Installation, oder? Ach, guck mal hier, Holz und Drähte. Sieht gut aus. Bevor lustig wird, ist erstmal Foto-Op hier. Ja, es ist immer. Ich habe sogar extra den Originalspeaker wieder verbaut. Selber schuld, würde ich sagen. Ja,
Ich bin ja echt froh, dass du nicht nach einem Dumble-Shootout gefragt hast. Auf die Schlepperei hätte ich nämlich keinen Bock gehabt, die Dinger auch noch alle aus dem Keller zu wuchten. Ne? So, guck mal hier, der Hoheneder fängt jetzt mal an mit... Womit willst du anfangen? Ist doch egal. Gut, dann aber... Dann fangen wir mal mit... Okay, ich stelle mal etwas leiser ein, okay? Ich mach den mal einfach auf... Nigel Tufnell hätte seinen Spaß, die gehen nämlich mal bis 12. Alter, ist das laut. Tatsächlich, so in dem Setting, wie du jetzt gerade gespielt hast, also wenn er so ein bisschen cleaner ist, besser. Weil bei der Verzerrung, finde ich, war schon ein bisschen der Speaker am Kratzen. Das ist nicht die Endstufe, das ist der Speaker. Ja, der Speaker ist schon echt, der röchelt, der fängt sofort an zu röcheln. So, ne? Der tut nicht viel weg. Was mir eigentlich so generell die Hose aufmacht, wo ich immer denke, das ist toll, das ist irgendwie so ein bisschen boah, schöner Mittenhank. Das erinnert mich schon fast an, das ist schon ein bisschen marschelig schon fast, ne? Total, ja. Sie krümmelt. Ist, ne? Also um mal diesen Gebruch, also ist auch schon ein bisschen, er hat auch schon geschurzt, oder? Ja. Also nageln tut er nicht wirklich, ne? Der ist jetzt kein Götz hier in 800, ne? Der ist ja, ja. Thank you.
man auch Glücksspritzer. Sofort fängt man, also bei mir ist es immer so bei Blackface, wenn ich, da fange ich an, Pop ist gut, ne? So Pop ist irgendwie gut, wenn man sowas Schönes. Ja, ja, ganz andere Höhen, ne? Ja, Blackface klingt halt schön. Der klingt so wie Lautenschein. Hier, Halsbeak, alles so toll, ne? Hier mir hat der normale Kanal immer noch viel besser gefallen als der. Das ist nicht schlecht, aber das klingt dann irgendwie so. Dann denkst du dir, wo ist die Mitte irgendwie? Ne? Jetzt machen wir einmal eine Runde. Ja. Jetzt habe ich hier, da ist jetzt Tontabi drin. Tontabi. Der ist ein bisschen mittiger und ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Hört man auch gleich, ja. Wir schalten mal munter durch. Wir haben jetzt den, wir fangen jetzt ganz links außen an. Merkst du einfach nur, wenn die Mieten anfangen zu schieben, ne? Oder wenn die Bässe dazukommen, so ein bisschen, ne? Weil, ja, Bässe kann man auch gar nicht sagen. Was. Aber komischerweise, ich fand auch, dass irgendwas bei denen auch gleich war, also irgendwas, das hat wie so ein roter Faden. Spiel ja, spiel doch mal einmal so ein Riff in eine Schleife. Thank you.
Jetzt soll ich mal sagen, wer das war? Bitte. Das war ein Tweet. Möchtest du die Auflösung direkt? Oder? Ja, so direkt. Nee, war falsch. Ah, siehste, ich wusste es. Wer war? Das war der Braune. Das war der Braune. Okay. Unfassbar. Okay, mach mal nur die drei Klassiker, okay, mit dem. Okay, sag mir Bescheid, wenn du ready bist. Ja, ich bin ready. Schau mal auf den anderen. Okay, nochmal einen anderen. Zwei war Tweet, drei war Black. Yay! Dann spiel doch mal und ja, ich sag dir, wenn ich einen neuen Amp mache und irgendwann wird's ernst, okay? Ja, kann ich denn vorher auch mal wissen, welche? Nee, besser nicht, mach mal Doppelblick. Oder war das alles der gleiche? Ich habe zwischendurch umgeschaltet. Du hast es auch in die Initiative richtig gehabt. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man so wie du so Einzeltöne spielt oder so, wenn man Luft lässt zwischen den Tönen, wird's, habe ich jetzt gerade gemerkt, einfacher, als wenn der einfache oder... Sag mal so, das rockige Gedresche, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, das macht es einem echt schwer, glaube ich. Ne? Aber ich mach noch mal. Okay, ab jetzt gilt. Jetzt ist Blackface. Jetzt ist es zum Beispiel der Braune. Echt? Ja. Ganz aufgedreht. Ich wäre lieber bei meinem ersten Ergebnis einfach aufgestanden. Alles gut. Ich fand deine These vom ganzen Anfang so charming, wo du einfach gesagt hast, die haben einfach eine DNA, die unheimlich ähnlich ist. Ja. Ich meine, vielleicht ist das auch der Ton der Gitarre oder so, ne, den man dann überall raushört. Weil irgendwo ist so eine Sache ist. So eine Familie, sage ich mal. Ne? Und dann hat aber jeder so seinen eigenen Charakter natürlich. Es stärkt auf jeden Fall meine These, dass Optik sehr wichtig ist beim Spielen. Und ich glaube, dass Black und Braun schwerer sind, als man denkt, und zu unterscheiden. Ja, glaube ich. Speziell, wenn es über den Tone Tubby geht. Und du hast jetzt alles über den Tone Tubby gespielt. Guck mal hier, jetzt spiel nochmal das, was du eben gemacht hast, und ich switch nur zwischen. Thank you.
signifikant anders, als ich zuletzt auf den Tweet gegangen bin. Ja, der Tweet ist halt einfach von seinem Prinzip, von seiner Art ganz anders. Der ist gemeiner, der ist unberechenbarer, ja. der macht mehr Geräusche. Letztes den Tweet gespielt. Ich bin aber dann, nachdem ich dich gefragt habe, was war das, und du hast den gegen zweimal wiederholt. Und schon warst du der Ansicht, dass du immer noch Tweet spielst. Ich habe immer denselben Akkord gespielt. Ja, ja, ja. Was ich sonically sehr, sehr geil finde. Ja. Sorry, da käme ich sofort in Schuhe. Wenn ich mich da richtig konzentriere, da habe ich gerade gedacht, okay, hier kommt ein bisschen mehr Bass dazu. Irgendwie ein bisschen mehr. Ja. Aber sobald du vielleicht mit dem Daumen etwas weniger anschlägst auf die Gitarre, dann bist du dir. Ich glaube, man gleicht selber halt auch aus. Wenn jetzt irgendein Amp zu viel Bass hat, dann wird man automatisch weniger. Und wenn er einen zu klein hat, dann hat man mehr rein. Bierblindverkostung. Ja, natürlich. Champagner, genau. Aber das Interessante ist, den Tweet hatte ich erkannt. So, ne? Yeah. Weil der hat dieses. Der hat mehr Verzerrung, einfach so. Dieses Brätzige. Yeah. Und dann, wenn du dann springst auf den nächsten Amp, dein Ohr hat ja auch keine Referenz mehr. Yeah. Dein Ohr hat ja keine Erinnerung. Du springst irgendwo hin und dann musst du raten, ist das jetzt der Black oder ist der Tweet? Aber oder Brown. Aber in dem Moment, wo du von dem Black wieder auf den Brown springst, wird der Unterschied wieder deutlich, weil du musst immer eine Referenz haben. Ja, und es ist noch was. Am linkesten war es immer bei euch beiden, zum Beispiel, wenn ihr abgesetzt habt und du hast dann umgeschaltet. Irgendeiner spielt ein G, lässt den ausklingen, dann ist Ruhe und dann ist der nächste Akkord wieder ein G, aber ein anderer Amp. Und das bringt. Also, da seid ihr genauso ins Schwitzen gekommen. Also, ja. Im Grunde genommen haben wir das ja bewiesen, was wir nicht beweisen wollten, dass der Ton in den Fingern liegt. Ne? Das heißt, auch sehr viel. Du klingst halt immer nach dir selbst, egal worüber du spielst. Ne? Du hast keine Wahl. So, sehr faszinierend. So, das unbedingt. Das ist so, ich finde das auch total. Das beweist ja letzten Endes auch, dass diese ganzen nerdigen. Also ich meine, so wie wir das jetzt machen, ist das natürlich super, weil wir das machen. Aber so dieses ganze 1000 ähnliche Effektpedale gegeneinander kaufen, spielen, verkaufen, um das Beste rauszufinden, ist total absurd. Weil diese
in dem oberen 20%-Segment spielt der Unterschied im Grunde genommen keine Rolle. Ich habe 6 King of Tones gegeneinander testen, um festzustellen, dass die alle ungefähr gleich klingen. Ja. So, wenn du nur einen hast, klingt der wie ein King of Tones. Fertig. So, ja. Das ist halt einfach so. Ne? Ja, es ist... Ich bin jedenfalls schockiert. Ich hätte gedacht, dass der Unterschied zwischen Blau und Black viel krasser ist. Ja. Aber mach doch mal andersrum. Spiel doch mal, mach doch mal den. Welcher wäre jetzt dein Favorit gewesen insgesamt? Nee, ich finde alle toll. Ist immer, ich entdecke immer irgendetwas, wo ich denke, wow. Eben so ein Lick gespielt, wo ich dachte, boah, mit dem Lied, der geht mir so die Hose auf. Und dann machst du dieses einige komische Dem. Und ich denke, das läuft über ein Blackface. Und selbst du sagst auf einmal, oh, das klingt nach Tweet irgendwie. Ja. Und es ist Blackface. Und du denkst ja, aber das Interessante ist ja auch, sind so diese. Wobei immer davon, wir sprechen immer davon, dass wir es über dasselbe Cap und den selben Speaker. Schalt doch mal nur die Caps um. Mitkommen. Ich merke überhaupt nicht, dass du umschaltest. Ja, das ist vorbei gerade. Ist so jetzt, ja. Auch. Ja, aber weil die sicher auch, sobald du auf den Clean gehst, sind die sind der Braun und der Schwarze sich über den Selbstspeaker so ähnlich. Der Schwarze ist ein bisschen cleaner, so, ne? Der hat so ein bisschen mehr Disziplin. Wobei. Trotzdem der braune runtergedreht ist. Ne? Wenn du... Schalt mal einmal um. Halbe Röhrenstufe von dem Reverb. Ne? Der Reverb hat ja eine halbe Röhrenstufe noch mehr. Ja. Und der ist ja so ein bisschen cleaner. Ich glaube, den Unterschied merkt man deutlicher, wenn man den Blackfaciger einstellt, also Treble und Bass mehr aufdreht und dann vor allen Dingen den Gain aufdreht. Ich glaube, in der Zerre sind die sich etwas unterschiedlicher. Ach komm, erzähl mir nichts. Das war unser großes Deluxe-Shootout oder Shootout-Deluxe, wenn man so will. Und jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer oder vielleicht auch nicht. Was mich natürlich jetzt interessiert, ist, welcher Amp verursacht euch die größten Glücksstritzer? Hat euer Favorit das Rennen gemacht oder habt ihr zwischendurch das Lager gewechselt, weil ihr gemerkt habt, oh, der andere ist aber doch auch irgendwie geiler? Unten ist Platz für eure Meinung und für eure Gefühle. Hackt alles rein, aber lieb sein. Und während ihr euch jetzt noch überlegt, was ihr da Schlause reinschreiben könnt, habe ich noch eine kleine Zugabe für euch. Der Till hat nämlich in seinem Gigbag noch sein Dandrive Tweedy Pedal versteckt gehabt. Und damit haben wir versucht, seinen Blackface Amp ein bisschen in Richtung von meinem Tweed Amp zu drehen. Und ob uns das gelungen ist, das werdet ihr jetzt sehen. Und wir hatten auch noch einen Haufen anderer Amps dabei, die alle auch total geil waren, aber halt eben keine Deluxe. Aber die wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Die gibt's jetzt noch und wir sehen uns wieder im nächsten Video, wenn ich mich mit den Amps nochmal hier im Studio ein bisschen intensiver und intimer beschäftige. Vielleicht können wir dann noch ein paar mehr Unterschiede hören. Und bis dahin sage ich Dankeschön an Till Hoheneder und Ol Spencer und an euch fürs Zuschauen. Und jetzt... Ton ab, Tschüssikowski. Welchen Beweis wollen wir noch antreten? Also ich glaube, das mit dem Tweedy können wir uns schenken irgendwie, ne? Also sollten wir es auf jeden Fall mal kurz probieren. Ja, okay. Dann. Das hast du ja nicht umsonst mitgebracht. Nein! Hier ist nichts umsonst. Günther! So, warte, Kabel. Patsch, Kabel haben wir doch. Ich hab auch noch ein kleines. Lass mal einen Patsch. Du musst, glaube ich, ein bisschen weniger Zerre noch machen, weil so viel hat er in Wirklichkeit gar nicht. Wo bin ich denn überhaupt hier, ja? Aber es geht schon echt direkt in die Richtung. Mach mal ein bisschen mehr Gain an dem Pedal. Und ein bisschen mehr Bass. Bass geht, glaube ich, dann nur hier, ne? Nee, geht hier. Wir wollen ja eben nicht am Amp, wir wollen ja am Pedal. Der hat jetzt mehr Mitten. Der hat mehr. Ich nehme noch ein bisschen mitten wieder weg. Ach, das ist Mittenregler, oder? Ja. Ist das? Ja.
das ist. Schon mit zu den Augen wäre ich schon wieder hoffnungslos verloren. Also der Zweck ist erfüllt, definitiv. Ne? So ja. Ich bin schon ziemlich, könnte man da ja noch mehr hinkommen. Ne? Wir gehen an den M jetzt nicht dran, aber man könnte ja am M noch. Gut, ich meine, der Sinn der Sache ist ja, den M so einzustellen, wie man braucht, um damit den Pedal hinzubiegen. Damit du, wenn hier, damit du den Amp, wenn du aufdrehst, lass den mal über das stabilere Cap laufen. Ja, ja. Also man merkt halt, wenn der mit dem Basscut drin, ne, der klingt zwar, wahrscheinlich ist er sogar banddienlicher unter Umständen, weil der halt sich besser durchsetzt. Ja. Aber es geht ein ganz essentieller Teil von diesem speziellen Tweet-Deluxe-Charakter verloren, weil der diese wumpfigen Bässe nicht mehr hat. Ja. Dieses Breite untenrum, die dicken Backen fehlen dem halt. Ne? Also man merkt halt schon, wenn man jetzt so den Tubby, der ja eigentlich der passendere Speaker für den Tweet-Deluxe ist, weil der ja im Grunde genommen auf einem alten Jensen basiert, soundmäßig, merkt man halt schon, dass der die Mitten ganz anders repräsentiert. Also dass halt die Mitten verändern sich total. Ja. Bei dem Oxford sind die Mitten total unterrepräsentiert. Deswegen klingen die sich ähnlicher. Wenn du einen Speaker hast, genau, ist der Unterschied viel frappierender plötzlich. Ja, genau. Dem Oxford fehlt einfach die kernige Mitte. Ne? Speaker und Cap machen halt riesig was aus. Ja. Wenn du über unterschiedliche Caps spielst, kriegst du die mit dem Pedal nicht angeglichen. Wenn du die über das gleiche Cap spielst, geht in die ähnliche Richtung. Ja. Und da haben wir sie, ja. Deswegen ist der Speaker eigentlich ja fast schon das wichtigste Element in der ganzen Kette, ne? Ja. Und das günstigste. Der Speaker. We'll be right back.
bin schockiert. Nur 5 Watt haben. Ja, oder? Nun. Aber vom Sound, vom Grundsound her, ist er jetzt bei den Celestian den? Alles, ja, wir haben jetzt alles über den Gold gehört. Ja. Das ist ja ein tierischer Sound auch, ne? Till, sag mal, du guckst verwirrt. Es ist, denken Sie lieber, Sie hätten gedacht, dass Sie was anderes hören, als Sie... Also ich würde den Vibrolux heute Abend mit nach Hause nehmen. Ich glaube, ich würde... ich finde auch den Vibrolux heute sehr, sehr toll. Aber das ist so ein... verrücktes Ding, weil auch die 5E3, die wir heute gehört haben, wieder mit so unterschiedlichen Tönen, ne? So wie Olz spielt, so wie du spielst, so wie ich jetzt spiele, findet man immer irgendwo ein Quäntchen, wo man denkt, oh, das ist ja toll. Das wusste ich ja gar nicht, dass das auch so klingt. Ja. Blackface mit dem Tweedy so ein bisschen auf Tweed gebogen haben, war ja auch jetzt ein Besteck, wo keiner von uns, glaube ich, gesagt hätte, Donnerwetter, das wollen wir nicht, sondern im Gegenteil, da waren ja alle, Ja. Also, ich muss auch sagen, der Vibrolux, der hat mich heute auch sehr begeistert. Ja. Ich bin nach wie vor, bin ich wirklich großer 5E3-Fan, also Tweed Deluxe, wobei im direkten Vergleich fand ich halt eben auch die Schwächen von dem Amp total eminent wurden, dass der halt einfach nur einen Lautstärke hat. Dass der im Grunde genommen ganz schlecht zu dosieren ist. Der geht an, macht und dann macht er nur noch mehr. Ist halt einfach so, das ist halt ein sehr unflexibler Verstärker. Du musst den halt, im Grunde genommen darfst du mit dem nur in Läden spielen, die genau für den Sweet Spot von dem Amp ausgerichtet sind, weil der hat halt nur einen Sweet Spot. So, ne? Und ich kann noch hinzufügen, 10er. Ist ja nicht auf meiner Speisekarte gewesen. Stimmt, ja, absolut. Celestian Gold 10er, toll. Der alte G1050 aus der Marshall Box, auch toll, der Keramik. Ja. Der Eminence ist auch gar nicht so doof. Wobei der ist halt schon sehr, ich sag mal, charakterstark. Ne? Also der ist schon echt speziell, finde ich. So, der ist kein Allrounder. Der macht einen guten Lead-Tone. Also die Sachen, die der Eul gerade mit der Strat Lead gespielt hat, fand ich super. Ja, das hat so ein toller Recording-Lead-Amp. Ja. So. Für Rhythmussachen fand ich den einfach ein bisschen zu eng, zu nasig so. Ne? Die ganzen Schrottdinger noch einmal hier im Überblick, ne? Haha, guck mal das an, alles, ey. Was ein Kram. Ja. Was ein Krempel. Aber ich finde auch, ich meine, die alten Dinger haben halt schon so ihre Magic. Das finde ich unverneinbar. Ja. Aber ein guter neuer. Also ich finde ja der Udo baut gute Amps. Die Pippa-Amps, die wir hier hatten, finde ich einfach auch, dass die echt ihren Mann gestanden haben zwischen den ganzen alten Gurken. Ja, so, wie Horst Ruhig sagen würde, die konnten wir uns alle Paroli laufen lassen. Ja, siehst du mal. Also da muss man muss nicht, wenn man live mit so einem Ding spielen will, muss man nicht so einen alten Goldbarren durch die Gegend wuchten irgendwie. Ne? Man kann da auch durchaus mit einem neuen Gerät glücklich werden, wenn er gut ist. Also ich finde, die Unterschiede zu einem guten handverdrahteten Custom-Amp und so einer, ich sag mal, was von der Stange, finde ich schon auch deutlich. Aber wir haben ja nichts von der Stange heute hier gehabt. Ne? Nur fein hatten wir heute. Das war heute das feine Händchen, das gute Händchen. Und Herr Ampete hat uns heute auch echt geholfen. Ja, fand ich aber echt auch richtig cool.
Ja, zum Umschalten, ne, zum Hören, zum Vergleichen. Wirklich tolle Geschichte. So. Kinas. Vielen Dank. Sack zu, ne? Ja, sack zu. Nochmal von der anderen Seite. Schöne. Ich finde den ja trotz allem, ich mag den. Ne? Also, ja, ich finde ihn auch geil. Keine Ahnung, ob ich ihn haben müsste, aber ich mag den.